diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch einen Schmuckanhänger selber machen könnt. Von der einen Seite grün mit grünem Filz, von der anderen Seite mit Eichelhütchen besetzt. Und ihr habt ja vielleicht schon mitgekriegt, ich bin dieses Jahr total verliebt in diese Eichelhütchen. Ich habe mir eine Riesenmenge gesammelt. Es gibt eine tolle Ernte. Und eigentlich, wenn ich dann so jeden Tag mir dieses ansehe, bekomme ich eine neue Idee. Und dann denke ich, warum auch nicht noch draußen arbeiten, denn das Wetter ist wirklich ideal. Also, ich zeige euch jetzt, wie es geht. So, was habe ich jetzt? Ich habe mir zuerst mal ein Filzset, ein Tischset. Daraus habe ich mir zwei runde Kreise ausgeschnitten. Die werden hinterher mit den Eichelhütchen beklebt. Ich habe dazu den Heißkleber. Dann habe ich noch einen Schlüsselring. Daran kann ich hinterher meine Aufhängung festmachen. Und ich habe mir noch so kleine Silberblütchen zum Verfeinern rausgelegt und natürlich die Aufhängung für den Anhänger. So, jetzt habe ich hier diese Sachen, die größeren, schon aufgeklebt und jetzt sind ja hier noch so kleine Lücken und da überlege ich mir, ob ich da nicht auch mal so ein Hütchen andersrum draufklebe. Bevor ich das aber jetzt mache, ist es ungeschickt, tue ich hier diese Stielchen hier schon mal abschneiden. So, dann komme ich da wieder besser dran. Also, was für ein Hütchen würde ich da jetzt nehmen? Gut, das einfach wieder dick Heißkleber rein. Man muss das immer so ein bisschen abdrehen, damit da nicht so lange Fäden entstehen. Und dann nehme ich jetzt eine Pinzette. Dann komme ich jetzt eigentlich ganz gut daran. So, und diese kleinen Hütchen, die mache ich mir dann auch noch so dazwischen. Und da habe ich ja genügend von. Die werde ich mir jetzt dann noch so ein bisschen versetzt da reinkleben. Und was ich auch schön finde, wenn so ein Hütchen noch gefüllt ist mit einer kleinen Eichel, das sieht dann einfach bei diesem Teller noch ein bisschen interessanter aus. Mal vorher ausprobieren, wo man es hinhaben will. Kleber rein und reinsetzen. Ein bisschen abdrücken. Ganz besonders schön finde ich auch hier, wo diese Hütchen, diese ganz kleinen Hütchen noch daran gewachsen sind. Also ihr seht, da kann man richtig ausprobieren. Und ich werde es jetzt fertig machen. Dann sind hinterher auch einfach die Fäden, die zieht man sich dann so weg von dem Kleber, damit das schön akkurat aussieht. So, also so sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt noch nicht alle Fäden weggemacht, aber ihr seht vielleicht, dass ich hier so ganz kleine Blütchen dazwischen gesetzt habe. Und wie gesagt, das ist ein ganz einfacher Filzkranz. Jetzt habe ich hier aus diesem Set, da war so ein Kranz, der so eingeschnitten ist mit so ein paar Blüten. Und da habe ich mir etwas rausgeschnitten. Das lege ich mir jetzt so, wie es mir unter diesem Kranz jetzt gefällt, das befestige ich dann hinterher und das soll so diese ganze Starrheit des Kreis, der Kreisform, von der Kreisform so ein bisschen aufheben und das klebe ich jetzt auf, mache mir das da dran
So. Setz mir das so da drauf. Mhm. Und jetzt klebe ich diesen anderen Kreis von unten dagegen. Dann habe ich auf der Rückseite auch eine ebene Fläche. Und das auch wieder schön satt, dass das gut klebt. So, dann tue ich jetzt das von der anderen Seite und lasse das bitte schön antrocknen. Stopp, jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Bevor diese Kränze zusammengeklebt werden, bitte diesen Ring reingeben und bitte mit dem Heißkleber festmachen. Denn dann haben wir jetzt unseren Anhänger wirklich auch zum Aufhängen. Und das hält jetzt gut, deswegen ist da jetzt dieser Rückkranzkreis auch drauf gekommen. Das ist ganz wichtig. Mensch, das hätte ich beinahe vergessen. So, das ist jetzt unser Anhänger. Ich habe hier diese silbernen Blütchen draufgesetzt, auch hier unten auf dieses Grüne noch. So, das sieht also jetzt schön komplett aus. Und jetzt bitte die Rückseite nicht vergessen. Ein Hütchen habe ich da auch noch draufgesetzt mit einer kleinen silbernen Blüte. So sieht es also auch von hinten schön aus. Ja, jetzt macht euch also an diesen Anhänger noch ein Band aus Leder oder ein Satinband oder ich habe jetzt einfach eine schwarze Schnüre genommen, hängt das daran auf und ich kann euch sagen, das ist ein sehr angenehmes Gefühl, denn der Filz ist sehr leicht, diese Hütchen sind nicht schwer und selbst bei der Größe wunderbar zu tragen. Ja, also ich trage gern so großen Schmuck, man kann sich den natürlich auch kleiner machen, ist ja klar. Aber das war meine Idee. Ich bin die Anke Wohnstorf. Ich fand es schön, dass ihr dabei wart. Freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.